Vorbild ist immer so eine schöne Sache, aber wir haben uns frühzeitig nach der von der Politik eingeleiteten Energiewende damit befasst, wie wir uns diesen auch ja, für die Gesellschaft, für die Region ankommenden Themen stellen können. Schon einige Themen, die heute ja immer mehr en vogue sind, die wir aber schon seit einigen Jahren am Start haben. Also 2020 ist ja schon fast da, und Energiewende ist unumkehrbar. Im Gegenteil, Elektromobilität und alles, was damit zusammenhängt, nimmt zu. Ich glaube, dass wir unsere Strategie zum Thema Energie weiter anpassen müssen, weiter justieren müssen auf die Dinge, die jetzt kommen. Insbesondere im Bereich auch der Elektromobilität Ideen mitentwickeln, aber auch Ideen mit unterstützen müssen, die ja, Zukunftsfähigkeit bedeuten, die den Menschen helfen. Das ist unser Job, unser genossenschaftlicher Auftrag. Das ist aber auch der Auftrag, wo wir für unsere Region, für die Region Eifel, ein Dienstleister sind, der Wirtschaften in diesem Segment Energie ermöglicht. Gut wäre es für die Volks- und Raiffeisenbanken, wenn es hierzu eine gewisse Bandbreite an Handlungsempfehlungen, an Handlungsspektrum gäbe, damit Volks- und Raiffeisenbanken im Süden der Republik, im Norden der Republik, im Osten, im Westen und in der Mitte der Republik auch möglichst identisch und einheitlich wahrgenommen werden.